Domian. Im WDR-Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Das ist jetzt die letzte Woche vor unserer Sommerpause und ich freue mich, dass ihr da seid und freue mich, wenn ihr uns diese Woche auch noch begleiten werdet. Wir fangen wie immer montags mit einer freien Themennacht an, also ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer, die erste Anruferin ist Regine. Regine, und sie ist 50. Guten Morgen. Ja, hallo. Ach, guten Morgen, stimmt. Ja, so kann man es sagen. Ja. Regine, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Und ich bin jetzt ganz überrascht, ja, dass es geklappt hat. Ja. Und wollte dir was erzählen drüber, dass ich 20 Jahre lang eine Beziehung hatte zu einem Mann. Ja. Der mit mir zusammen meinen, es war nicht sein Sohn, sondern Sohn von einem anderen Mann, der hat mir 20 Jahre lang geholfen. Moment, wer hat geholfen? Der Mann hat mir geholfen, den Sohn aufzuziehen. Ah, aber es war nicht sein Sohn? Nein, war nicht sein Sohn. Aber der Mann, mit dem du zusammen warst, hat gedacht, es sei sein Sohn? Nein. Der hat es gewusst. Der hat es gewusst, gut. Der hat es gewusst. Genau, das waren 20 schöne Jahre, die haben geendet vor 3-4 Jahren. Mhm. Und da hat sich dann, also war mein Sohn dann schon 17 Jahre alt und dann hat sich das alles zerschlagen. Mhm. Und dann hat sich dieser Mann aus der Beziehung herausgezogen. Mhm. Und hat sich eine neue Frau gesucht, die halt jünger war als ich. Mhm. Und das hat vor 4-5 Jahren stattgefunden. Vor 4-5 Jahren? Das heißt, er hatte da schon das Verhältnis, während er mit dir noch zusammen war? Ja. Ja. Okay, ja. Genau. Und dann hat sich der aus der Beziehung rausgezogen. Mhm. Und ich war natürlich da ganz furchtbar enttäuscht und traurig und wollte mit ihm reden, hat aber nicht gemacht. Und dann, ja, habe ich mir dann überlegen müssen, was mache ich dann? Ich bin dann, ja, in Urlaub gefahren, etliche Jahre danach, und habe dann einen neuen Mann kennengelernt. Jetzt bin ich gespannt, worauf du hinaus willst. Auf den Berufsjäger. Auf den Berufsjäger? Ja. Das verstehe ich jetzt nicht. Also, du hast dich, der Typ hat dich verlassen. Ja. Und was ist jetzt mal mit dem Berufsjäger? Hast du einen neuen, der Berufsjäger ist? Ich habe dann einen, wie gesagt, mit dieser Enttäuschung hat sich über 2-3 Jahre abgespielt. Ich wollte immer mit dem Mann reden, hat er nicht gemacht. Okay. Ja. Also Enttäuschung, dann richtig, Verletzung. Bin ich letztes Jahr 50 geworden. Ja. Und habe dann einen Befreiungsschlag gemacht und bin nach Tansania gefahren, um Büffel zu schießen. Was? Um Wild zu schießen? Büffel. Büffel? Ja. Du? Ich. Mann, wie bist du denn drauf? Du bist ein Büffel. Ja, das habe ich gemacht. Okay, erzähl mal weiter. Gut, also das war dann, wie gesagt, das war ohnehin mein Gedanke, wenn ich 50 wäre. Ja. Dann mache ich was Besonderes. Ich bin Jägerin ohnehin. Achso, du bist Jägerin. Erklärung geben. Okay. Mhm. Und halt nur das ganz normale Zeugs, Rehwild bei uns und so weiter. Und dann. Keine weiteren Ausflüchte. Ich will jetzt wissen, was es mit dem Berufsjäger auf sich hat. Ja, in den habe ich mich natürlich verliebt. Ach, in Tansania, in dem Berufsjäger. Ja. In den hast du dich verliebt? Ja, absolut. Ist es ein schwarzer Mensch? Nein, nein? Ist ein Weißer. Ja, hätte ja sein können. Wäre ja auch okay gewesen.
So. Nein. Also jetzt, gut, das ist ein Weiser, der ist. Jetzt hast du dich in einen, das ist ja schon ein bisschen schräg, in einen Berufsjäger in Tansania verliebt. Wie alt ist denn der Berufsjäger? Der ist 52. Der ist nur 2 Jahre älter als ich. Also ungefähr dieselbe Ebene. Genau. So, verliebt vor ein paar Monaten quasi? Seit einem Jahr. Vor einem Jahr? Ja, gut. Ja. Ist er denn in dich auch verliebt? Wichtigste Frage. Ich glaube nicht. Ach, du lieber Gott. Genau. Scheiße, ne? Ach, du lieber Gott. Woher meinst du das zu wissen, dass er nicht in dich verliebt ist? Naja, also gut, das kann man ja dann erahnen. Also letztes Jahr, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben, das war ein sehr, sehr dramatisches Erlebnis. Also wir haben am ersten Jagdtag, wo ich war, da hatten wir einen Autounfall, wie gesagt, mit dem Fahrer. Und dann wären wir eigentlich am ersten Jagdtag schon gestorben gewesen. Und dann hat sich dann nach 10 Tagen nochmal ein Löwe uns angegriffen. Ach du, da warst du aber richtig in der Abenteuerwelt. Ja, das war lebensbedrohlich. Ist denn zwischen euch bei dem ersten Mal schon irgendwas gelaufen? Na, gelaufen ist nichts. Auch nicht ein bisschen Händchen halten und ein Küsschen auch nicht? Nein. Gar nichts. Wie oft hast du ihn denn seitdem nochmal gesehen? Nur dieses letzte Jahr. Ach, diese 12 Tage. Und seitdem nie wieder? Wir sind in Kontakt. Wir werden uns wiedersehen am 2. September jetzt dann. Da fliegst du wieder runter und schießt wieder Tiere tot? Ja. Übrigens, was jagt denn dein Berufsjäger für Tiere? Ja, ich schieße dann wieder Büffel. Warum schießt du einen Büffel? Einfach so aus Spaß? Nein. Ja, aus Spaß schießt kein Jäger. Was passiert denn mit den Büffeln, die du geschossen hast? Die essen alle anderen auf. Mhm. Was ist das Schöne daran, Büffel zu schießen? Das ist jetzt schwierig. Ja, das finde ich auch. Ich habe so ein bisschen ambivalentes Verhältnis. Wenn man schießt für sich selbst und das dann auf ist, okay, aber einfach so. Also, als Jäger schießt man Tiere in der Regel, dass die halt aufgegessen werden. Das ist bei uns so mit Rehen und das ist in Afrika so mit Büffeln. Dein Freund nicht, also den du da verehrst, arbeitet der in so einem Nationalpark oder wie hat man sich das vorzustellen? Nein, der ist Berufsjäger. Der führt Leute, die halt dann irgendwo in Afrika jagen wollen. Mhm. Die führt der seit 22 Jahren macht er das. Das sagt der eine, der mit Büffel schießen, der andere sagt, er wird Löwen schießen. Das ist sein Beruf. Aber das ist ein offizieller Beruf und das läuft unter der Aufsicht der Naturschutzbehörden und auf jeden Fall. Dass da nicht irgendwas Übles passiert. Ja, Regine, jetzt aber mal zur Sache. Jetzt hast du dich in den Berufsjäger in Tansania verliebt. Der Berufsjäger scheint aber von dir nichts zu wollen. Dann stimmt. Dann sollte man sich vielleicht lieber ein bisschen wieder verabschieden aus der Illusion, oder? Weil das doch irgendwann dann schmerzhaft ist, wenn du im September merkst, der will wirklich nichts von mir. Ja, das kann schon sein. Oder du musst frontal auf ihn zugehen im September und ihn herausfordern. Das habe ich vor. Also im September, also wie gesagt, erst am 2. September werden wir uns wiedersehen, weil ich dann halt die zweite Reise gebucht habe mit ihm. Mhm. Ich werde ihn dann wiedersehen und dann werde ich es, glaube ich, drauf ankommen lassen müssen. So würde ich es an deiner Stelle auch machen. Weißt du denn irgendetwas über das Leben von diesem Mann? Ja. Ist er verheiratet? Ja. Oh je. Ja, klar, das weiß ich schon. Ja. Naja, Regine, ich bin eher skeptisch bei der Sache. Ja, ich. Ich bin eher skeptisch. Ich auch, aber ich will es nicht so einfach stehen lassen. Ich muss nochmal zu den Büffeln fragen, es lässt mir keine Ruhe. Du schießt den Büffel. Wie viel Büffel schießt du denn während deines Aufenthaltes? Zwei. Zwei. Ja. Und da gibt es so eine Quote, dass diese auch geschossen werden dürfen. Ja.
Und wohin wird, das sind die Unmengen von Fleisch, wohin wird dieses Fleisch denn dann verbracht? Wer ist es? In dem Land, also das ist ja nicht so, ein Büffel wiegt, naja, sagen wir mal eine Tonne. Mhm. Ne? Und das ist dann in dem Gebiet, wo man den schießt. Mhm. Und dann wird das Fleisch aufgeteilt für die örtliche Bevölkerung. Verstehe. Isst du denn auch schon mal was von diesem Fleisch? Ja, habe ich auch schon gegessen. Wie schmeckt denn Büffelfleisch? Ja, das kommt drauf an. Also ich hatte 2 Wochen und wenn man einen Büffel schießt und dann wurde dann ein Schwanz gekocht, also nicht der Penis, sondern wirklich der Schwanz. Schon verstanden, ja, klar. Genau. Ja. Und wenn man den halt nur einen Tag vorher geschossen hat und dann das zubereitete Fleisch, ist zäh. Mhm. Das ist genauso, wie wenn man bei uns Rinder schlachtet. Die müssen halt einmal vielleicht 3 oder 4 Tage in einem Kühlhaus abhängen, was in Afrika nicht möglich ist. Abgesehen von dem Schwanz, das andere Fleisch. So ähnlich, alles gut. So ähnlich wie Rind, kann man das miteinander vergleichen? Ja, natürlich. Ja. Okay. Natürlich. Tut dir das nicht leid, wenn du so ein stolzes Tier abschießt? Nö. Nö. Böse, knallhart. Nö. Nö. Ja. Also ich bin Jägerin durch und durch und das ist der Jäger, der will seine Trophäe und... Ich bin ambivalent in diesem Thema, ich muss mich jetzt zurückhalten. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht um deinen Jäger. Also Regine, man weiß ja gar nicht, was da wirklich bei dem Mann los ist. Vielleicht gehst du mal einfach einen Schritt weiter und siehst, wie er reagiert. Und dann weißt du endgültig, woran du bist. Und dann gibt es Klartisch und dann entweder weiter oder tschüss. Ja, also das habe ich mir eigentlich schon so überlegt für demnächst. Wo ich ja wieder, wie gesagt, am 2. September werde ich ihn wiedersehen. Ich mache einen Vorschlag. In der ersten Septemberwoche sind wir auch wieder da aus der Sommerpause. Okay. Und wenn du dann auch wieder zurück bist, rufst du uns nochmal an und erzählst, was aus der Jägergeschichte geworden ist. Das mache ich auf jeden Fall. Das ist doch eine Idee. So verbleiben wir beide. Okay. Wir sind alle hochgespannt. Ja, ich werde euch berichten. Wir drücken die Daumen, wie auch immer es ausgehen mag. Alles klar. Tschüss, Regine. Ciao. Okay, tschüss. Servus. 0800 220 5050. So erreicht ihr uns. Und hier ist David, 30. Guten Morgen, David. Hallo? Hallo, David. Ich höre nichts. Es kann sein, dass diese Leitung ein wenig blockiert ist. Ich sage euch mal unser Thema diese Woche. Diese Woche haben wir natürlich auch noch ein Thema. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema im Keller. Und ich möchte sehr gerne am Mittwoch mit Leuten sprechen, die im Keller etwas Besonderes erlebt haben oder dort etwas Besonderes tun. Also geht ihr einem bestimmten oder einem sehr ungewöhnlichen, speziellen Hobby nach im Keller. Lebt ihr vielleicht im Keller einen Fetisch aus? Spukt es in eurem Keller? Habt ihr im Keller vielleicht schon mal etwas Schlimmes erlebt im Sinne, dass ihr eingesperrt worden seid im Keller? Oder vielleicht ist in eurem Keller ein Verbrechen geschehen? Also wenn ihr mir darüber erzählen wollt, zum Thema Keller, was euch zum Thema Keller Gravierendes oder Dramatisches oder Besonderes oder Interessantes einfällt, da meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung und gerne natürlich auch während der Sendung an. Im Keller. Heute nicht im Keller, heute Freitemennacht und wir sind verbunden jetzt, hoffentlich klappt die Leitung, mit Astrid. Und die Astrid ist 36. Guten Morgen, Astrid. Guten Morgen, Domian. Hallo, Astrid. Was ist dein Thema? Schön, dass ich mal mit dir persönlich spreche. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Über was reden wir?
Ja, also mein Thema ist, eigentlich möchte ich nur irgendwie einen Ratschlag oder eine Meinung von dir haben. Und zwar habe ich seit 2,5 Jahren einen Freund. Und in diesen 2,5 Jahren haben wir schätzungsweise 15 Mal miteinander geschlafen. Das letzte Mal im Oktober vergangenen Jahres. Ist nicht viel. So, und meiner Meinung nach liegt das daran, gute Mann leidet wohl schon sein ganzes Leben unter frühzeitigem Samenerguss. Mhm. Sprich, nach 3, maximal 5 Minuten ist Ende. Und ich glaube, das ist ihm einfach so unangenehm, dass er dieses gänzliche Sexthema so rum gänzlich vermeidet. Mhm. Ja, ich hatte schon so diverse Sachen versucht mit lokalanästhetischen Sprays auf der Eichel und war beim Urologen für ihn und habe gefragt, was man machen kann. Habe Paartherapie, Sexualtherapie vorgeschlagen, Cockringe mitgebracht. Das wird alles irgendwie also, abgeblockt. Du hast Cockring gekauft und er will es nicht? Nö, und? Wollte er nicht ausprobieren. Er war eher sogar ein bisschen zickig, dass ich die ihm ja so unromantisch, unsensibel auf den Tisch gelegt habe. Und was sagt der Urologe? Der Urologe hat so eine Art Verhaltenstraining empfohlen, das heißt irgendwie Start-Stopp-Methode, kann man witzigerweise auch bei Wikipedia nachgoogeln. Da geht es irgendwie darum, dass der Mann masturbiert und immer kurz bevor er quasi kommt, das zurückhält, dass er irgendwann diesen Punkt kennt und das ist dann wie so ein Verhaltenstraining, dass er das mit der rechten Hand und der linken Hand macht und quasi, wenn er das alleine beherrscht, kann dann die Frau mit einbezogen werden, die dann aber auch mitspielen muss. Du bist ja schon Fachfrau. Ja, Wahnsinn. Und hast du ihm auch so erklärt? Habe ich ihm erklärt und das hat er sich auch durchgelesen, ja. Ich habe ihn dann zwischendurch auch mal gefragt, ob er das auch mal gemacht hat und dann war er dann schon immer zickig, wenn ich danach gefragt habe und meinte, dann auch wenn das macht, klappt es nicht. Also irgendwie so sehr wenig Engagement. Also du lässt ihm freie Hand, du lässt ihm freie Hand, er darf masturbieren und darf... Ja, klar, wieso nicht? Ja gut, gibt schon viele Frauen, die dann das ein bisschen als Fremdgehen ansehen. Okay, du bist da anders drauf. Das heißt, das ist ich will ja davon profitieren. Ja, ich verstehe. Das heißt, er könnte ja optimal trainieren, so auf diese Art und Weise. Ja. Ja. Macht er aber nicht. Macht er nicht. Nein. Und er macht nicht. Er muss es doch dann irgendwie begründen, warum er es nicht macht. Nö, tut er nicht. Und ich glaube, wenn ich da irgendwie die Pistole auf die Brust setze oder ein bisschen nachbohre, dann wird er zickig und entzieht sich der Sache. Mhm. So. Ja, und letztes Jahr im November das letzte Mal Sex, sagst du? Oktober. Oktober. Aber macht auch nicht besser, ja. Nee. Nicht ja, genau. Wie hältst du denn das aus? Ich bin in meiner Zeit lang, so letztes Jahr im Frühsommer, bin ich ihm ein paar Mal fremdgegangen, auch mit Männern aus dem Internet, aber das war halt irgendwie auch nicht so die Erfüllung. Weiß er das? Nein, weiß er nicht. Fände auch, glaube ich, total scheiße. Vielleicht auch verständlicherweise. Ja, und ansonsten wachsen jetzt quasi seit Oktober Spinnweben da unten bei mir. Wie alt ist er? 46. Hat er das Problem? Aber wie gesagt, er hat das wohl schon sein ganzes Leben hat gehabt. Hat er das ganze Leben gehabt. Mich macht ein bisschen stutzig, dass er alles abwehrt. Eigentlich muss es doch auch in seinem Interesse sein, dass das besser funktioniert. Er geht nicht selbst zum Urologen, er benutzt den Cockring nicht, er trainiert nicht und so weiter und gibt ja nicht mal Antworten. Eigentlich müsste er doch ganz normal mit dir reden und sagen, ja klar, du hast recht, lass uns mal das und das ausprobieren, vielleicht klappt es dann. Du hast eine Anästhesie. Also manchmal kommen schon so Gespräche zustande, wo wir uns dann quasi gegenseitig beteuern, wie wichtig wir uns sind. Und ich mache ihm dann auch klar, dass das für mich so nicht weitergehen kann. Das sieht er dann auch ein. Aber dann passiert halt wieder nichts. Erzähl ihm doch mal ganz einfach, dass du aus Frust fremdgegangen bist. Finde ich völlig legitim. Vielleicht der Arsch der Familie oder so. Bitte? Dann bin ich irgendwie der Arsch der Familie, also in deiner Familie. Ja gut, aber ich meine, das ist ja kein Zustand. Du bist ja frustriert dabei und unzufrieden und das ist ja ein dicker Schatten auf eurer Beziehung. Und wenn er alles abwehrt, was man vielleicht tun könnte, und man kann ja wirklich eine ganze Menge machen, er kann sich ja, wir können es ja salopp sagen, er kann sich ja vorher einen runterholen, bevor er dann mit dir in die Kiste steigt. Oder man könnte mal Runde 2 einlegen. So, das geht auch nicht. Ja. Will er nicht oder geht nicht? Nö, das ist auch so, der ist so zugeknallt mit seinen Hobbys, auch am Wochenende, dass eigentlich immer irgendwie der Wecker klingelt und er immer früh irgendwo hin muss. Und vielleicht will er überhaupt nicht. Glaube ich, deswegen schon allein immer nicht zur Runde 2 gekommen. Es ist ja jetzt vielleicht auch mittlerweile schon über ein halbes Jahr her. Ne? Vielleicht hat er einfach keinen Bock mehr auf dich. Weiß nicht. Also der war vor mir 10 Jahre solo und hat in diesen 10 Jahren auch mit keiner einzigen Frau geschlafen, hat er mir gesagt. Er hatte wohl da mal
so eine mit der lag er schon knutschend auf dem Bett, aber kurz bevor es dann quasi zum Akt kam, hat er dann ihr irgendwie gesagt, nee, hör mal, das fühlt sich für mich alles nicht richtig an, zieh mal deine Klamotten an und geh. So, wahrscheinlich auch wieder aus Angst da zu versagen. Was empfindest du und für ihn noch? Oder? Ich habe den eigentlich sehr gern. Das ist ein sehr netter, angenehmer, lieber Mensch. Toller Mensch habe ich so eigentlich noch nie gehabt. Und ich glaube, wenn das nicht so wäre, hätte ich halt schon längst Schluss gemacht. Aber wie gesagt, mittlerweile habe ich halt echt die Faxenblicke. Aber ich bin halt auch sehr viel alleine, weil er halt da mit seinen Spezialhobbys immer viel unterwegs ist. Was sind das für Hobbys? Ja, das ist so ein bisschen speziell. Der sammelt so Militaria-Gegenstände, der sammelt zum Beispiel so Gürtelschnallen aus der Zeit der Weimarer Republik und hat da irgendwie, weiß ich, zigtausende Euros an Wert in seiner Wohnung. Des Weiteren ist er in so einem... Gürtelschnallen? Koppelschlösser heißt das. Militärgürtelschnallen? Ja. Aus der Weimarer... Das ist ja wirklich schon sehr schräg. Aus der Weimarer Republik. Ja, der hat auch alles. Der hat auch Fahnenspitzen und Helme und irgendwelche Gewehre als Bodenfund und... Also aus dem, aus dem Ersten Weltkrieg, oder wie? Ersten Weltkrieg und Weimarer Republik. Auf den Nazi-Scheiß hat er keinen Bock. Und wie viel hat er davon? So viel. Der hat in der Wohnung 40.000 Euro lagern, würde ich sagen. Ja, das betreibt er schon exzessiv. Was macht er noch? Hat er noch ein Hobby? Ja, dann hat er noch ein Hobby. Und zwar ist er in so einem Verein, die graben Überreste von Soldaten aus an der osteuropäischen Frontlinie. Die wissen dann halt immer, wo die Frontlinien waren. Da ist dann auch so ein Offizieller vom Land und so dabei. Und dann haben die einen Bagger. Und ja, dann werden dann diese sterblichen Überreste den Angehörigen zugeführt. Das macht er auch noch. Der ist auch noch ein Jahr weg. Ich habe nie gehört, dass es sowas gibt, dass jemand das macht. Ja, finde ich an sich ganz gut. Ja, gut, andererseits ist so lange her. Vielleicht sollte man auch die Toten ruhen lassen. Aber egal, das ist ein... Ja, weiß aber ich. Das ist und schon ansonsten ist er halt... Schon. Ein faszinierter Taucher. Und Taucher auch noch? Da ist er auch noch jedes Wochenende weg. Und also ich habe dieses Jahr, ich habe jetzt mal gezählt, das Jahr hat ja jetzt den 6. Monat. Ich habe jetzt schon 5 Wochenenden bzw. 5 Wochen komplett alleine verbracht, weil er immer weg war. Mhm. Und für das restliche Jahr stehen auch noch mal 10 Wochenenden. Astrid, du klingst so, als wärst du völlig bedient, als hättest du überhaupt keinen Bock mehr. Ja, gut erkannt. Der gräbt Knochen von Menschen aus, der sammelt Gürtelschnallen, der taucht, der kommt zu früh, du hast keine Lust mehr. Ach, das würde mich alles gar nicht so stören, auch dass er so seine Hobbys hat, weil ich habe auch meine Hobbys und einen anstrengenden Job und so, aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, bis ans Ende meines Lebens ohne Sex zu leben. Hast du auch so ein ausgefallenes Hobby? Ich? Nö. Nee. Ich habe ein Pferd. Na gut, ist auch okay. Also Astrid, ich meine, was zögerst du da noch, wenn du nicht mal mehr mit Überzeugung sagst, dass du ihn liebst, sondern dass du ihn eigentlich ziemlich nett und okay findest so? Ach so, darauf hast du gewartet. Okay. Ja, ich meine, wenn du jetzt wirklich mit Leidenschaft mir sagst, ich liebe diesen Mann so sehr und ich leide da wahnsinnig drunter, aber du klingst einfach nur abgefuckt. So, also, ich bin total angenervt. Frustriert, ja, genau, ja. So klingt das. Da würde ich jetzt noch einmal einen richtigen Anlauf machen und ihm das vielleicht mal beichten, was da passiert ist voriges Jahr, in der Hoffnung, dass ihn das irgendwie aufrüttelt, dass er etwas macht. Und wenn er dann immer noch nichts macht, ich meine, ihr könntet ja wirklich mal zusammen in eine sexualtherapeutische Sprechstunde gehen. Kann man doch mal machen. Ja, will er ja auch nicht. Ich habe ihm ja auch schon vorgeschlagen. Ich habe ihm auch schon Adressen gegeben. Dann weiß ich nicht, was mit ihm los ist. Aber vielleicht ist das auch ein Zeichen dessen, dass er sich für dich eben auch nicht mehr so sehr als Geliebte interessiert. Vielleicht nur noch als Freundin oder so. Also ich kenne seine Ex-Freundin, mit der war er auch 10 Jahre zusammen und bei denen war das eigentlich auch so Brüderchen, Schwesterchen. Ja. Also auch schon, keine Ahnung, ab dem 3. Jahr oder so. Bist du ganz sicher, dass er auch wirklich auf Frauen steht? Also er kriegt zumindest immer eine super Erektion, wenn es denn mal dazu kommt. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Indiz ist, aber... Ja, das kann man nicht. War nur so eine Frage. Ja. Astrid, mach es, sag's ihm. Ich finde es, außerdem finde ich das auch legitim. Also nicht legitim, sondern ich finde es auch fair, es ihm zu sagen. Du wirst, wahrscheinlich wirst du es sowieso wieder machen, wie ich dich jetzt schon kennengelernt habe. Das Pferd reicht ja, nicht. Ja, über kurz oder lang. Ja, aber wie gesagt, das ist eigentlich auch nicht das, was ich will. Ne? Also eigentlich will ich eine komplette Beziehung. Dieses Nebenbeigedönse. Ja. Also ich hätte jetzt gehofft, du hast vielleicht noch einen ultimativen Tipp oder so. Absolut nicht, du bist top informiert. Wie gesagt, mich macht es nur sehr, sehr, sehr stutzig, dass er alles abwehrt. Und da muss irgendwas hinterstecken. Und das ist die Frage, was das ist. Ja, vielleicht ja, kann ja auch sein, es gibt ja auch Menschen, die einfach nicht so sexorientiert sind, dass der einfach sich für Sex nicht so interessiert.
Ja, aber monatelang? Ja, gibt's alles. Ich muss das jetzt auch nicht viermal die Woche haben, aber. Ja, du. Aber es gibt auch andere Leute. Weißt du denn, wie oft der masturbiert? Habe ich ihn mal gefragt. Was war das denn? Vielleicht einmal in zwei Wochen oder so? Auch nicht so viel. Naja, also er steckt seine Energie komplett in seinen Job. Der ist Abteilungsleiter und in die Hobbys, glaube ich. Ja. Also Astrid, ich würde es an deiner Stelle so machen und mal gucken, was passiert. Und ansonsten klingt es eher dazu, danach, dass du in Richtung gehen solltest der klaren Trennung. Ja, ich habe halt keinen Bock, wieder von vorne anzufangen, aber werde ich wohl müssen. Astrid, du bist ein junges Ding von 36. Du wirst doch vielleicht oft von vorne anfangen müssen, wer weiß. 36 ist nicht jung. Ach klar. Ich finde es ein gutes Alter, 36, wirklich. Finde ich ein cooles Alter. Wenn ich mich zurückzaubern könnte in ein Alter, so um diese so 36, 38, finde ich super. Aha, okay. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ja, vielen, vielen Dank für dein Ohr, ne? Sehr gerne, alles Gute. Tschüss. Ja, dir auch. Ciao. 1.26 Uhr haben wir. Und ich freue mich auf den David. Hallo, ja. Hallo? Hallo? Hallo David? Ja? 30 Jahre alt, du bist da? Ja. Und hörst mich und ich höre dich auch, das ist sehr gut. Du klingst zwar ein bisschen seltsam, aber... Ja, kann sein, dass ich... Warte, ich mache das bitte. Ne? Da hast du eine Freisprechanlage? Ja. Ja, die schalte mal bitte aus. Das weiß ich noch nicht. Wir fangen mal einfach an zu reden. Um was geht's denn bei dir? Ja, und zwar bei mir geht es darum, ich leide unter Angstzuständen, Panikattacken. Ja, und halt, ich fühle mich manchmal, also zurzeit nicht so wirklich in die Gesellschaft mit eingebunden, ne? Weil ich halt nur zu Hause sitze, so gut wie. Seit wann sitzt du denn eigentlich nur zu Hause? Also wir hatten vor 6 Jahren das letzte Mal miteinander telefoniert. Ach, vor 6 Jahren? 6, 7, ja. 6 oder 7 Jahre sind jetzt schon her. Da ist meine Schwester so um den Zeitraum gestorben. Mhm. Da haben wir über den Tod deiner Schwester gesprochen. Nee, dass sie halt da gestorben ist halt ein bisschen so. Und dann halt auch über die Angstzustände. Seitdem sind die ja schon. Aber die sind schon viel länger. Seit ich 18 bin, 16, 18 rum so ungefähr, weil das fing in der Schule schon an. Sag mal, David, beschreib doch mal diese Angstzustände, was das für Angstzustände sind. Also, die Angstzustände sind halt, ich fange an zu schwitzen. Ich muss ziemlich oft aufs Klo, manchmal bleibt mir die Luft weg. Ne? Mhm. Ja, und halt in Situationen, so wenn ich einkaufen gehen muss, kriege ich Magenschmerzen. Aber du gehst dann schon aus dem Haus, das schon. Und ja, aber nur um das Notwendigste zu machen. Ne? Also Arztbesuche, die Termine richtig einhalten, kann ich nicht wirklich. Was, die richtest du ein und kannst du nicht wirklich? Ne, die kann ich nicht wirklich dann einhalten. Die sage ich dann immer ab, weil mich die Angst dann so gesehen beherrscht in dem Zeitraum. Kannst du erklären, vor was du Angst hast? Vor dem Menschen. Mhm. Hört sich komisch an, aber... Nee, das hört sich gar nicht komisch an. Das heißt, ich spiele mal ein bisschen was Absurdes durch. Wenn du nachts in einen Supermarkt gehen könntest, wo keine Menschen sind, um dir die Sachen da zu holen, wie wäre das für dich? Leichter, ne? Mhm. Also deswegen gehe ich ja auch erst mal sehr spät einkaufen. Immer kurz vor Ladenschluss. Ja, das heißt, je mehr Menschen, desto schlimmer für dich. Ja. Also eine Menschenansammlung in einem Fußballstadion oder so, wäre für dich die Hölle. Ich war einmal in meinem Leben im Stadion, da war das auch noch nicht so. Das war echt ein geiles Erlebnis, aber jetzt könnte ich es nicht mehr. Hast du den Eindruck, dass es in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist? Also, ja, es ging zeitlang, ging es echt wieder bergauf mit mir. Von jetzt auf gleich, ich kann es nicht erklären, fing es wieder von vorne an. Ne? Also bei mir ist das jetzt seit November, geht das schrittchenweise, lasse ich mich immer mehr wieder von dieser Angst beherrschen. Mhm. Ne? Hast du in den Jahren die Möglichkeit gehabt und die Kraft, den Mut für eine Beziehung? Ja, ich hatte eine Beziehung, aber die ist schon Jahre her. Mhm. Da ist auch ein kleiner Sohn entstanden. Ach, das ist ein Kind. Der ist 9 Jahre. Ja, und den sehe ich durch diese Angstzustände auch nicht. Ne? Ah, du siehst dein Kind nicht. Wann hast du es das letzte Mal gesehen? Boah,
halbes Jahr, ein Jahr. Und warum kann der Sohn nicht zu dir zu Besuch kommen? Ja, weil ich mir das nicht zutraue. Ach, du hast selbst bei deinem eigenen Kind hast du Angst und bist unsicher. Ja, weil ich möchte nicht, wenn ich diese Panikattacken habe, möchte ich nicht, dass er mich so sieht. Ne? Also wie sieht man dich, wenn du die Attacke hast? Beschreib mir das mal, wenn ich dir gegenüber säße. Also ich werde ganz wibbelig. Ich laufe von dem Raum zu dem Raum. Manchmal, also ich hatte es auch schon so schlimm, dass ich umgefallen bin dabei. Ohnmächtig geworden. Genau, also ganz kurz, aber nur, ne? Ich sag jetzt mal so ganz kurz, so ein paar Sekunden. Und das möchte ich meinem Sohn einfach nicht zumuten. Ne? Und selbst in deiner Wohnung kann das passieren? Ja. Auch wenn du ganz alleine bist? Ja, wenn ich mir zu viel Stress mache. Also ich mache mir sehr viel Stress selber. Mhm. Wie lange hält so eine Panikattacke an? Manchmal ganz schlimm, da muss ich sogar ins Krankenhaus, weil ich dann so übelste Magenschmerzen kriege. Und erst wenn ich eine Infusion bekommen habe von, sagen wir mal, Schmerztropfen und Magenschutzmittel und sowas, gehen die erst weg. Wie oft warst du im letzten Jahr zum Beispiel im Krankenhaus? Dreimal, aber nur immer für ein paar Stunden und dann habe ich mich selbst entlassen. Telefonierst du denn mit deinem Sohn? Nee. Warum nicht? Zurzeit auch nicht. Nein, weil ich auch Probleme mit meiner Ex-Freundin habe. Ja, wir streiten uns ziemlich oft wegen dieser Situation, weil er halt sehr gerne zu mir will, aber ich es nicht so gesehen zulasse. Aber dann könntest du ja sagen, wenigstens telefonierst du mit dem Jungen und erklärst ihm, dass du krank bist und er nicht kommen kann, aber ihr könnt dann zumindest sprechen miteinander. Ja, aber der ist immer dann, sagt sie, der ist dann immer so, wenn er mit mir gesprochen hat, wird er dann ihr gegenüber aggressiv. Halt, ne? weil er es nicht so wirklich versteht. Mhm. Ist ja auch schwer für ein Kind, das zu verstehen. Ja, klar. Und verstehe ich auch voll und ganz. Und welche Vorwürfe macht dir deine Ex-Partnerin? Ja, dass ich aus dem Arsch kommen soll, auf gut Deutsch. Ne? Also das, ist da was dran an dem Vorwurf? Teilweise schon, ja. Was hast du getan gegen deine Angstzustände? Ich habe jetzt schon ein paar Mal Therapien angefangen. Was heißt angefangen? Ja, einmal eine habe ich zu Ende gebracht, da ging es dann auch eine ganze Zeit lang richtig gut. Da war ich oft draußen auf dem Spielplatz mit meiner Nichte, mit meiner Schwester, mit meiner Mutter. Mhm. Wie lange hat denn diese Therapie gedauert? Ein paar Monate. Mhm. Also das war halt nur eine Gesprächstherapie. Okay, und was war danach? Ja, danach, also da ging es echt super, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr richtig gut. Ja, und dann ging es wieder so schrittchenweise, wo ich mich dann immer wieder mehr zurückgezogen habe, immer so gesehen in meine eigene Welt. Ne? Mhm. Ja, und dann war es wieder so weit, dass es wieder alles anfing. Ne? Also mir wird dabei einfach nur schlecht und ich lasse mich einfach halt da durch beherrschen. Ja, von was lebst du? Grundsicherung. Ja, hast du eine Ausbildung gemacht? Nein. Durch die Angst konnte ich es auch nicht. Also das reicht so weit zurück, dass du selbst damals keine Ausbildung machen konntest. Genau. Hast du einen Schulabschluss? Nein. Auch nicht? Wann? Ich habe einen Abgang nach der 9. Klasse. Ich habe die ganze 10. Klasse nicht besucht, weil ich halt nicht mit Bus und Bahn fahre. Ich möchte mal auf den Sohn zurückkommen. Das ist ja schon ein großes und wichtiges Thema. Wie empfindest du diese Situation, dass du deinen Sohn nicht sehen kannst? Selber scheiße, der ist alles für mich. Der ist mein Leben, der ist mein Herz. Die Vorstellung, dass du ihn die nächste Zeit nicht mehr sehen wirst oder vielleicht Jahre nicht mehr sehen wirst, was macht das in dir? Das wirkt alles auf, so, ne? Weil, ja, für ihn ist es hart, für mich ist es hart, aber ich denke mal, für ihn ist es härter, ne? Und ich habe Angst, dass ich ihn dadurch verliere, dass ich halt gar keinen Kontakt mehr mit ihm habe. Als wir vor 6 Jahren gesprochen haben, vor 6, 7 Jahren, was habe ich dir da gesagt? Ich soll eine Therapie machen. Und das hat ja schon einmal ziemlich gut funktioniert. Mhm. So, jetzt rufst du wieder an. Ich rufe an, weil ich einfach keinen zum Reden habe. Ich rede mit keinem darüber, außer meiner besten Freundin. Aber der geht es zurzeit auch genauso wie mir. David, dir ist klar, was ich dir sage jetzt. Ich
ich muss eine Therapie machen. Und du musst richtig nochmal ran. Vielleicht solltest du sogar in eine Klinik gehen. Ja, da habe ich Angst vor. Ja. Dann musst du dich, dann musst du versuchen, gegen diese Angst vorzugehen. Oder musst zusammen mit einem Therapeuten Strategien überlegen. Ich meine, du bist nicht der erste Angstpatient, der in eine Therapie geht oder in eine stationäre, einen stationären Aufenthalt geht. Letztendlich muss für dich doch extrem motivierend sein, dass du das für deinen Sohn machst. Dass du, das Ziel ist ja, dass du ein normales Verhältnis zu deinem Kind hast. Ja. Und das hast du nur, wenn du relativ normal wieder wirst und gesund wirst. Ja, genau. Ich habe jetzt am 14. Juli habe ich auch einen Psychologen, da bin ich beim Psychologen angemeldet. Mhm. Und ist halt dann so gesehen eine Tablettentherapie, ne? Ich habe es jetzt mit Sprachtherapien die ganze Zeit versucht. Mhm. Es hat auch teilweise auch gut geholfen. Aber jetzt möchte ich mal den Schritt so weit machen, dass vielleicht irgendwas in meinem Kopf, ich sag jetzt mal, kaputt geht. Dass diese Angst weggeht, ne? Mhm. Durch diese Tabletten. Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, was da nun die beste Methode ist. Manchmal ist sicherlich eine Kombination zwischen einer Medikamentierung plus einer Gesprächstherapie. Ist richtig. Dazu habe ich ja meine Psychologen, die dich jetzt gleich nochmal beraten werden, David. Aber meine ganz klare Botschaft an dich ist, tu etwas. Okay. Tu etwas, denn du läufst wirklich Gefahr, so wie du dich jetzt schilderst, dass du immer mehr in den Sumpf der Angst versinkst. Und irgendwann kannst du dich da nicht mehr befreien. Ja, und davor habe ich Angst, ne? Hätte ich auch an deiner Stelle. Ja, ich war auch schon ein paar Mal davor, so ne, einen Schlussstrich wirklich zu ziehen, ne? Ja, aber du weißt, was du dann deinem Kind antust. Genau. Ich habe an ihn gedacht und der hat mir halt dann wieder diese Kraft gegeben, so weiterzumachen. Und dann denk an ihn, wenn du jetzt eine neue Therapie angehst. Ja. Das ist doch eigentlich eine ganz tolle Motivation, wenn man sich das immer wieder einbringt. Ja, die beste eigentlich, die ein Mensch haben kann. Die beste, die man hat, genau. Ja. So, und der gute Nebeneffekt wäre, wenn du richtig auf die Beine kommst, dass du vielleicht, du bist ja nur erst 30, das ist ja noch okay, dass du vielleicht doch noch irgendwie vielleicht arbeiten kannst oder noch eine kleine Ausbildung machst oder irgendwas, dass du mehr so ins normale Leben reinkommst. Ja, genau, und das möchte ich ja so gerne. Mhm. Ich möchte endlich ein Teil der Gesellschaft wieder werden. So, das ist doch. Ich bin eigentlich so ein lustiger und aufgeschlossener Mensch gewesen, ne? Mhm. Aber das sind doch zwei tolle Motivationen. Da ist der Junge und du möchtest wieder ein Teil der Gesellschaft werden. Also, jetzt werden wir dich zurückrufen. Das heißt, der Jürgen, mein Psychologe, ruft dich an. Der berät dich noch ein bisschen in Sachen Therapie, vielleicht auch mit Klinik, was für dich gut wäre. Und da musst du selbst ran danach, ab morgen. Also, ja. Ja? Ja, okay. Lieber David, ich drücke dir wirklich die Daumen und wünsche dir von Herzen alles Gute. Alles klar. Du legst auf und wir melden uns gleich. Ja, oh, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist Sandra. Sandra ist 43. Guten Morgen, Sandra. Hallo, guten Morgen, Domian. Liebe Sandra, um was geht's? Ja, und zwar, meine Schwester ist am vergangenen Mittwoch tödlich verunglückt. Sie hat einen Verkehrsunfall gehabt. Mit dem Roller ist sie unter LKW gekommen. Mhm. Und Ist sie schuld daran gewesen? Also zunächst sah es so aus ein bisschen, als wenn sie halt eben Mitschuld hätte, aber das hat sich dann anders dargestellt. Nach den Sachverständigengutachten und Zeugenbefragungen war eindeutig der LKW-Fahrer, der sie hätte sehen müssen. Mhm. Und Wie schrecklich. Ja. Das tut mir sehr leid für dich und eure Familie. Dankeschön. War deine Schwester gleich am Unfallort verstorben? Ja. Sie war sofort tot. Und wie alt ist sie geworden? Sie wäre übernächste Woche 48 geworden. Hat sie Familie? Ja, sie hat einen Sohn, der ist 17. Mhm. Und das ist halt ganz schlimm. Und auch für meine Mutter, die hatte einen Tag vorher Geburtstag. Mhm. Und das ist... jetzt halt eben das Problem auch, dass meine Schwester und eben jetzt mein Neffe, wir wohnen 200 Kilometer auseinander. Ach so. Und
jetzt, meine Mutter ist jetzt auch halt eben nicht mehr die Jüngste und die ganze Abwicklung, alles hängt jetzt an mir, und ich muss mich halt jetzt um alles kümmern, um die Beerdigung, um die Leute zu informieren. Und wo wohnt denn deine Mutter? Wohnt die bei dir oder da, ja, wo deine... Die wohnt eher bei mir in der Nähe. Und was ist denn mit dem Mann deiner Schwester? Er ist geschieden und der Sohn war halt jetzt die ganze Zeit immer bei meiner Schwester. Und es gibt nur den einen Sohn? Ja. Das eine Kind. Ja. Und und wir sind halt dann direkt hingefahren und er hängt sich jetzt halt auch sehr an mich und Du musst dich jetzt erstmal um die ganzen Formalitäten kümmern. Das schafft er ja mit 17, er das ja gar nicht. Nee, und dann habe ich mich noch mit seinem Vater auch zerstritten, weil sein Vater hat jetzt auch Angst, dass er überfordert ist mit der ganzen Situation, weil er weiß, dass er halt eben, dass meine Schwester ihm halt ihre Liebe gegeben hat und hat Angst, das jetzt nicht zu schaffen mit ihm. Also der Junge wird jetzt zu dem Vater gehen und dort wohnen. Ja, also erstmal auf jeden Fall. Und wir haben ihm auch gesagt, er kann halt jederzeit zu Oma oder zu uns kommen. Und aber er ist jetzt halt gerade in den letzten Zügen von der Schule und fängt dann im Sommer halt Ausbildung an. Und das ist natürlich alles nicht so einfach. Und aber nochmal zurückzukommen auf die Formalitäten, also Beerdigung, was man alles machen muss. Fährst du oder bist du jetzt schon da, wo deine Schwester gewohnt hat? Ja, also ich bin jetzt im Moment bin ich bei mir zu Hause. Und wir sind gestern hergefahren wieder, also zu mir nach Hause, weil ich jetzt auch erst mit meiner Arbeit das alles klären muss, dass ich da frei kriege und so. Und da habe ich aber Gott sei Dank volle Rückendeckung. Das heißt, du bist jetzt dann die nächsten Woche oder 10 Tage bist du voll beschäftigt. Ja. Fährst dann wieder zurück dort, wo deine Schwester gelebt hat. Ja, also ich fahre jetzt morgen wieder hin kümmere mich dann weiter. Meine Mutter kommt dann am Mittwoch und wir haben schon angefangen halt auch Papierkram und weil meine Schwester da ein bisschen unstrukturiert war und wir müssen halt jetzt gucken, halt wegen Versicherung und so weiter. Und ja, das sind alles so Sachen, die man dann machen muss, das stimmt. Müsst ihr die Wohnung auch auflösen? Ja, und sie war halt auch zum Teil selbstständig und da müssen wir halt auch gearbeitet hat, das auch auflösen. Und aber da haben wir Gott sei Dank ganz, ganz tolle Freunde, auch von ihr, die uns da helfen und das ist Wahnsinn. Also die Unterstützung halt auch, aber es ist einfach... Fühlst du dich ein bisschen überfordert? Ja, schon. Also ich weiß halt nicht irgendwie, wie ich das alles schaffen soll. Das ist... ich habe auch keine Zeit zum Trauern. Das ist einfach... Das muss funktioniere halt jetzt. Aber ich sag dir mal, Sandra, das ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn eine solche Katastrophe in einer Familie passiert ist, dass man am Anfang so viel erledigen muss, dass man funktionieren muss. Die Trauer kommt, die wird schon kommen, wenn du alles erledigt hast. Und das Funktionieren, das schafft man irgendwie dann auch. Man schafft es einfach, weil man es ja auch für den Verstorbenen tut. Und man muss es ja machen. Also geht's auch. Ist deine Mutter denn noch relativ fit? Ja, schon, aber mit, sie versucht halt jetzt auch stark zu sein, aber man merkt halt auch nervlich, sie kann das auch nicht mehr und sie überlässt halt eben das alles mir und wir sprechen zwar verschiedene Sachen ab und auch so, sie hat jetzt dann für den Bestatter, musste dann halt auch nochmal Bekleidung rausgesucht werden und das konnte ich nicht und das hat sie dann gemacht und Aber Sandra, ich möchte dich ermutigen, das jetzt durchzuziehen. Das bist du auch deiner Schwester schuldig, das zu machen. Sie hinterlässt ja einen 17-jährigen Jungen, und der ja komplett überfordert wäre, so etwas zu machen. Du bist die Tante, du bist die erfahrenere Frau. Ja. Und wenn du ihr auch deine Mutter an der Seite hast, gut, die ist auch angeschlagen, das ist ja auch verständlich, dass ihr angeschlagen seid. Ja. Ich glaube, da müsst ihr einfach jetzt die Zähne zusammenbeißen und durch. Und ich glaube, das wird auch gelingen. Ihr habt ja den Bestatter an der Seite, die machen ja auch schon mal viel Schreibkram, worum man sich nicht... Und dann hast du gerade gesagt, da sind noch andere Leute, die euch da ein bisschen helfen.
Es gibt ja keine Alternative dazu. Ich mache mir halt auch jetzt so Sorgen um meinen Neffen und weil er ist halt ist halt eben noch irgendwie inendlich sehr jung und hat mit seiner Mutter halt alles ausgetauscht und er war halt mit seiner Mutter, die war halt wirklich, ja, mit eine Freundin. Ihr konnte halt alles, ja, absolut. Und aber dann, da hast du doch schon mal das Richtige gemacht, Sandra. Also jetzt musst du erstmal die starke Tante für ihn sein, die jetzt das managt, was man da managen muss. Und dann hast du ihm das Angebot gemacht, dass er zu jeder Zeit zu euch kommen kann, wenn das ist. Ja. Wenn du das noch weiter vielleicht ihm so signalisierst, dass du für ihn da bist, glaube ich, dass du sehr viel für ihn tust und letztendlich dann auch für deine verstorbene Schwester. Ja. Dass er einfach das Gefühl hat, da ist jemand und wenn es schlimm wird, setze ich mich in den Zug und fahre zu Sandra. Ja. Und du kannst auch vor ihm weinen. Du musst auch nicht in dem Sinne stark sein, dass du da. Du musst nur stark sein im Organisieren und Managen. Aber ihr könnt auch zusammen weinen. Das ist völlig okay. Das bindet euch auch aneinander, wenn er merkt, wie traurig du auch bist. Mhm. Dass deine Schwester. Wie war denn dein Verhältnis zu deiner Schwester? Also wir haben halt ein gutes Verhältnis gehabt. Wir haben uns aber auch manchmal wie man sagt, so angezickt, weil wir halt eigentlich so vom Typ her sehr unterschiedlich waren und trotzdem, sie ist halt meine Schwester gewesen und ich brauche sie und sie ist nicht mehr da und ich glaube, das ist auch völlig normal, dass man sich mal unter Geschwistern anzickt und das ist nicht schlimm. Ist deine Schwester, ich verstehe. Die ist jetzt nicht mehr da. Ja. Bei wem kannst du Halt finden? Deine Mutter ist auch sehr angeschlagen. Wie ist es? Ja, mein Mann, der ist halt auch wirklich eine gute Stütze. Und wir haben halt auch schon vor 10 Jahren ist mein Vater gestorben. Und er war auch, das war auch ganz schlimm, der ist ein paar Tage nach unserer Hochzeit gestorben. Und das war aber auch schon klar, weil er so krank war. Und da haben wir auch schon einiges mitgemacht. Mhm. Und er steht halt wirklich auch gut da. Das ist ja auch schon mal gut und beruhigend, dass du deinen Mann an deiner Seite hast, mit dem du auch sprechen kannst, den anrufen kannst, wenn du dort unten bist, wo deine Schwester gewohnt hat. Ja. Gibt es sonst noch Verwandte, bei denen du ein bisschen Halt findest? Ja, also ich habe halt auch eine Tante von meinem Mann. Die ist halt auch hier in der Nähe und die ist halt auch sehr großer Halt für mich, obwohl die auch schon 80 ist. Mhm. Aber trotzdem, die war heute auch da und das hat mir auch gut getan. Und ja. Das ist auch schon gut, dass da auch noch jemand ist. Und wenn die alte Dame dir auch zur Seite steht, ist das ja auch gut. Ich denke, Sandra, dass du die Kräfte mobilisieren kannst für das, was jetzt ansteht, in dem Gedanken an deine Schwester, dass du es einfach für sie tust. Sie würde es für dich ja auch machen. Ja. Und dass du es für den Jungen machst. Das ist so schwer, ich weiß. Und sie war gerade frisch verliebt. Sie wollte immer gerne. Und sie hatte jetzt gerade ganz frisch jemanden. Und und dann hat er, die waren an dem Abend verabredet. Und ich habe ihr Handy dann auch bekommen. Und dann waren halt auch Nachrichten. Und dann musste ich halt, Hast du ihn angerufen? Ich habe ihn selber nicht angerufen. Das hat eine Freundin gemacht von meiner Schwester, weil die ihn auch kannte. Die hat ihn angerufen. Hast du deine Schwester eigentlich noch mal gesehen? Also ich hätte es nicht gekonnt. Aber meine Mutter hat gefragt und auch andere. Und die Polizei hat mir aber gesagt, sie haben es nicht empfohlen. Mhm. Ja. Und Gut, dann ist es vielleicht auch gut so, wenn die das so sagen. Ja. So, Sandra. Ja. Jetzt machen wir gleich mal hier Schluss und dann ruft dich der Jürgen, mein Psychologe, nochmal an. Okay, vielen Dank. Ich finde nämlich, du bist ganz gut eingebettet schon mit Leuten um dich herum, aber dennoch wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn das alles jetzt vorbei ist, dass du vielleicht bei dir, wo du wohnst, mal ab und zu in eine Trauergruppe gehst oder irgendwo einen vielleicht zu einem Trauertherapeuten, dass du ein paar Gespräche dort führst, einfach um dich zu stabilisieren. Ja. Und das werden wir dir gleich mal in die Hand geben, wo,
wo und wie du das machen kannst. Okay. Von meiner Seite aus nochmal mein tiefes Mitgefühl und Mitleid. Ja, vielen Dank. Und ich wünsche dir viel Kraft, dass du das schaffst. Und du wirst es schaffen, ich bin ganz sicher, dass du das alles gut managst für deine Schwester und deinen Neffen. Ja, okay. Alles Gute von Herzen. Vielen Dank. Und du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke schön, Domian. Tschüss, sehr, sehr gerne, ja. Sandra. Tschüss, ciao. Tschüss. Und es geht weiter mit Leo. Und Leo ist Hallo. 27. Guten Morgen, Leo. Hallo, guten Morgen. Hallo, Leo. Was ist dein Thema, Leo? Ja, und zwar habe ich, so langsam ist mein Geburtsfaden, was meine Familie anbelangt, so ein bisschen am Ende. Mhm. Und zwar, ich bin, ich habe mich vor drei Jahren, habe ich mich bei meiner Familie eben geoutet, dass ich nicht mehr auf kurz oder lang eben die Tochter bin, sondern in Zukunft dann der Sohn und der Bruder bin. Und meine Mama, direkt Reaktion von meiner Mama war, dass ich, solange sie lebt, niemals eben Leo aus ihrem Mund hören werde. Also du bist transsexuell? Ja, ich nenne es transident, weil... Genau, so sagt man es heutzutage. Ja, das heißt, du bist als Mädchen auf die Welt gekommen? Genau. Und bist jetzt Leo? Bist du rundherum jetzt ein Mann, ein junger Mann? Hast du dich operieren lassen? Ja, also die Brust ist weg seit 2 Jahren. Mhm. Und also sind jetzt 2 Jahre. Und die Gebärmutter ist entfernt worden, dieses Jahr im Februar. Ah, aber ein Penis, einen künstlich gebauten Penis hast du noch nicht? Nee, das wird dann nächstes Jahr im Sommer passieren. Das planst du aber auch, das möchtest du? Ja, also ich habe wenige Sachen in den 27 Jahren bis zum Ende durchgezogen, aber das ziehe ich jetzt von vorne bis hinten durch, weil in der Sache gibt es für mich nicht halb oder ganz, sondern nur ganz. Jetzt hat deine Mutter sowas eigentlich Schlimmes zu dir gesagt. Wie spricht sie dich an? Sagt sie Leo zu dir? Nein. Sondern? Sie nennt mich, und auch meine Schwester und so, die nennen mich alle noch bei meinem Mädchennamen. Darf ich fragen, wie der war? Jessica. Jessica. Wahrscheinlich ist es dir unangenehm, den Namen überhaupt auszusprechen, oder? Ja, es ist mal so. Also im Moment bin ich wieder in so einem Loch, sage ich mal, wo es mich einfach nur nervt, wenn sie mich anruft. Und es ist dann einfach nur Jessica hier und da und dort und weißt du das noch und ja. Hast du denn eingehender versucht, mit deiner Mutter darüber zu sprechen, was das bedeutet, dass das nicht einfach nur ein Firlefanz ist, sondern dass das eine ganz, ganz ernste Sache deines Lebens und deiner Identität ist? Ja, also wir sehen uns vielleicht 4-mal im Jahr, also weil ich halt hier wir wohnen 300 Kilometer auseinander und sie fährt nicht alleine so weite Strecken. Also sie fährt halt dann mal mit meinem Bruder, wenn der hier hinkommt, oder wenn ich bin dann meistens da oder fahre dann runter zu ihr. Und um den Ganzen dann quasi des Friedens Willens war ich dann immer, ich rasiere mich dann immer komplett. Jetzt sehe ich ein bisschen unrasiert aus. Aber ich will halt, wie gesagt, keine Provokation und da keine Diskussion mehr haben. Und dann gehe ich da immer schön brav komplett rasiert hin. Aber du gehst doch nicht hoffentlich angezogen als Mädchen dort. Nein, nein, das nein, nein. Also du bist schon als Junge gekleidet, als junger Mann. Genau, aber das schon sehr lange. Also jetzt nicht erst seit 4-5 Jahren, sondern auch davor schon. Aber nochmal die Frage, gab es denn nicht intensive Gespräche zwischen dir und deiner Mutter? Also ich versuche es immer wieder, aber am Telefon legt sie dann nach einer Zeit auf, wenn sie dann keinen Ausweg mehr weiß oder nicht mehr weiß, was er dazu sagen soll, dann legt sie auf. Und wenn ich sie will es einfach nicht. Genau, und meine Schwester ist mittlerweile genauso. Und wie gesagt, wir machen halt dann in einem Raum Sinn und ich biete ihr ja dann an, oder beiden. Jetzt sitzen wir schon mal alleine am Tisch, die zwei Kinder sind im Bett oder sind halt gerade nicht da, dann können wir mal in Ruhe reden, dann heißt es einfach, habe ich jetzt keine Lust zu. Ja, wie alt ist die Schwester? 30. 30? 31. Und da gibt es schon wieder kleine Kinder von ihr? Genau, ich habe 2 Nichten. Ja, und 2. Ja, und du hast gerade noch einen Bruder erwähnt, es gibt auch einen Bruder. 2. Und wie stehen die zu dir? Ja, also die sprechen mich
was mir jetzt in den letzten Jahren aufgefallen ist, sehr selten mit meinem Namen an, mit Jessica. Mhm. Und sagen sie denn Leo zu dir? Nee. Die sagen gar nicht zu dir dann? Nee, die sprechen mich dann einfach, ja, über Augenkontakt an. Ja, verstehe. Mhm. Und, aber es wird auch nicht thematisiert. Das ist kein lockeres Thema zu Hause. Da könnte man ja relativ offen drüber reden und plaudern, ja, fast schon. Ja, mache ich auch. Also jetzt hier im Freundeskreis und auch auf der Arbeit. Mhm. Ich habe jetzt einen neuen Job seit 8 Wochen. Und was arbeitest du? Ich bin gelernter Koch. Koch und da wo du arbeitest, da wissen alle Bescheid, wie deine Vergangenheit ist. Die gehen auch, am Anfang hatte ich immer da so ein bisschen so, wie reagieren die Leute da drauf und ja, aber wie gesagt, hier im Freundeskreis und auch auf der Arbeit jetzt mittlerweile, die gehen das so alles cool kein mit Problem. Um Problem ist die Familie. Genau. Wir sprechen von deiner Mutter, von den Geschwistern. Was ist mit deinem Vater? Mein Papa ist vor 4 Jahren gestorben. Hat der noch mitbekommen, dass Jessica eigentlich Leo ist? Also mein Opa ist 3 Wochen vorher gestorben und bei der Beerdigung davon habe ich dann, da ging es meinem Papa schon sehr schlecht, mein Papa hatte Krebs. Mhm. Und da war ich dann zu Hause bei ihm, weil er da zur Beerdigung schon gar nicht mehr hin konnte. Und dann habe ich ihm das halt nicht direkt erzählt, sondern so ein bisschen durch die Blume, sage ich mal. Und dann hat er gemeint, du, mittlerweile, mir ist es nicht egal, aber lebe dein Leben so, dass du damit glücklich bist. Und ja, dass du. Das war toll. Das ist genau der richtige Satz. Ja, und das habe ich meiner Mama auch unter Tränen schon gesagt und sie glaubt mir nicht. Sie und glaubt das ist eigentlich das Schlimmste für mich, dass sie sagt, so, ja. Das kann sie sich nicht vorstellen. Ich muss dir auch sagen, Leo, das tut mir auf der einen Seite total leid, was du sagst, und andererseits macht es mich zornig. Ich würde deiner Mutter gerne mal den Kopf waschen. Deine Mutter soll es nur um dein Glück gehen. Das ist, muss ihr Hauptanliegen sein als Mutter. Ja, und das verstehe ich einfach nicht. Und dein Glück ist es eben jetzt, Leo zu sein und nicht mehr Jessica. Und wenn das auch nicht in ihre Normvorstellung reinpasst, das kann man ja auch verstehen, dass man da eine gewisse Zeit für braucht, das zu verstehen. Aber dann, die gebe ich ihr auch, oder habe ich ihr ja auch jetzt jahrelang gegeben. Genau, das ist immer wieder. Du hast nicht den Eindruck, dass sie Millimeter dir entgegenkommt? Nee, also ich war jetzt im April, waren wir zusammen, das habe ich zum Geburtstag bekommen, ein Wochenende in Hamburg und hatten auch ein gemeinsames Zimmer. Und da habe ich dann, wir waren dann den ganzen Tag in der Stadt und dann habe ich mich abends wirklich, ich habe mich geduscht, bin dann ganz provokant nur in Boxershorts aus dem Badezimmer gekommen. Mhm. Die hat mich auch von oben bis unten gemustert, aber hat kein Wort gesagt. Aber das war mir total egal. Ich habe mich dann mit dem Rücken zu ihr gedreht und hab gegrinst, hab mir nur gedacht, so, und jetzt schmeiße ich dich mal ins kalte Wasser und jetzt musst du dir das einfach mal angucken. Aber sie hat es nicht weiter kommentiert und es wurde nicht weiter drüber gesprochen? Nee, gar nicht. Sie hat nur gemeint, na, dein Kreuz wird auch immer breiter. Ich nehme ja auch Hormone, also und Sport mache ich auch. Also, siehst schon ziemlich männlich aus mittlerweile. Genau, also ich habe wirklich, ja, man hört ja an der Stimme und ja, klar. Ich habe Bart und so, also ist alles, Mann halt auch. Hast du eine Partnerschaft schon? Einen Menschen, den du liebst? Ja, also ich habe, es war mittlerweile auseinandergegangen, aber ich hatte eine Freundin. Ich hatte die auch schon dabei bei meiner Mama zu Hause. Also du stehst auf Frauen? Genau. Mhm. Ach du, die war dabei und wie hat deine Mutter sich gegenüber dieser Freundin verhalten? Ja, sie hat es halt, also sowas kam es in meinen Augen rüber, dass sie halt wirklich nur so als Freundin, also als Bekannte, Kumpelfreundin. Mhm. Ja, so ungefähr. Leo, ich kann dir einfach nur sagen, du musst einfach so weitermachen wie bisher, in der Hoffnung, dass sie irgendwann einsichtig wird. Und wenn sie nicht einsichtig wird, ist das sehr, sehr, sehr traurig. Aber du machst alles richtig. Was du mir jetzt gerade erzählt hast, finde ich alles gut. Du redest mit ihnen, du hältst den Kontakt, du versuchst immer wieder auf sie zuzugehen. Mehr kannst du nicht machen. Und was mir halt auch noch wirklich, ist wirklich das Herz aus der Brust reißt, wenn ich dann da bin. Meine Nichte, also ist auch mein Patenkind, ist 4. Und die fragt, saß er jetzt auf meinem Schoß und sagte, ja, du bist doch ein Mädchen. Habe ich gesagt, nein. Ja, warum? Aber du bist doch meine Patin. Aber du hast Haare im Gesicht und auf der Brust. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Ihr Lieben, bis morgen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ciao.